Systemfrage gestellt wurde. Das war 1989 und die Ostdeutschen und die Osteuropäer, die haben diese Frage sehr eindeutig beantwortet. Und nachdem jetzt also der Sozialismus im vergangenen Jahrhundert mit so viel Leid ausprobiert wurde in so vielen Ländern, da könnte man ja auch zu dem Ergebnis kommen, dass nicht die Umsetzung, sondern die Idee das Problem ist. Und auch ein aktueller Blick nach Venezuela lohnt da. Aber, liebe Kolleginnen und Kollegen, zugleich gilt, 1989 war kein Ende der Geschichte. Und was wir gerade erleben, das ist eine ernste Kampfansage an die soziale Marktwirtschaft. Und wir Freien Demokraten, wir nehmen diese Debatte an. Denn ohne die Eigentumsgarantie und den Ausblick darauf, dass sich unternehmerisches Risiko lohnt, wäre die beachtliche Entwicklung der Bundesrepublik nach zwei grausamen Weltkriegen niemals möglich gewesen. Und wir brauchen auch heute Menschen, wir brauchen Gründergeist und Menschen, die den Mut haben, Arbeitskraft und Geld in Neues zu investieren. Das führt zu Wettbewerb und zwischen den Angeboten. Das führt zu niedrigeren Preisen und einer größeren Auswahl an Produkten und Dienstleistungen. Und davon profitieren gerade Menschen,